Ich hatte wirklich große Angst davor, mit meinem Kind darüber zu sprechen. Zum Beispiel, was passiert, wenn sie es in der Klasse weitererzählt oder wenn sie mit unseren Nachbarn spricht. Bei der Beratungsstelle haben sie mich dann darin bestärkt, das Gespräch zu suchen und richtig mit mir geübt, was ich sagen kann. Das hat mir dann Sicherheit gegeben. Ich habe ihr gesagt, dass sie mit jedem über ihre Sorgen sprechen darf. Ja, das war wirklich schwer für mich. Eigentlich musste ich ja als Mutter für sie da sein. Also nach der Therapie habe ich viel mit meinen Kindern über die Zeit gesprochen. Es war auch richtig schwer, weil ich mich so geschämt habe. Aber ich habe gemerkt, wie meine Kinder sich dadurch auch verändert haben. Die wurden wieder fröhlicher und meine Tochter hat sogar angefangen, wieder bei ihrer Freundin zu übernachten, was mich wirklich gefreut hat. Eines Tages wollte sie dann der Freundin von meiner Suchterkrankung erzählen. Ich hatte auch große Angst davor, schließlich wusste ich überhaupt nicht, wie die dann damit umgeht. Aber für meine Tochter war das wirklich ganz wichtig und wir haben dann nochmal zu dritt zusammengesessen sogar und danach hatte ich überhaupt nicht mehr das Gefühl, ich müsste mich verstecken. Mein Sohn wollte mich über ein Jahr nicht sehen und meine Tochter nur zweimal in einem Jahr und nur mit der Oma zusammen. Das war so schrecklich. Ich wollte so gern wieder an ihrem Leben teilnehmen, aber sie ließen mich nicht. Ich habe dann Briefe geschrieben, in denen ich einmal von mir und was passiert war schrieb, mich bei ihnen entschuldigte, ein andermal ein momentanes Leben aufzeichnete, so wie ich es gerade fühlte und führte und wie es mir besser ging. Ich fragte nach ihnen und habe geschrieben, wie ich mich nach ihnen sehnte. Dann fing meine Tochter irgendwann an, mir zurückzuschreiben. Ich habe fest daran geglaubt und geduldig gewartet und jetzt ist der Kontakt seit bald einem Jahr wieder hergestellt. Anfangs vorsichtig, aber es geht kontinuierlich bergauf. Und die Zeit mit ihnen genieße ich wie niemals zuvor. Irgendwann war es soweit und ich merkte, dass es so nicht weitergehen konnte. Das ganze Versteckspiel war so anstrengend. Meine Kinder wurden älter und bekamen mehr mit. Ich habe all meinen Mut zusammengenommen und zu ihnen gesagt, dass sie nicht schuld sind. Dass es eine Krankheit ist und ich für sie da sein will. Es aber gerade nicht kann. Ich glaube, das hat sie erleichtert. Es war ein erster großer Schritt für uns alle.